Hallo, danke, dass du dir dieses Video anschaust und dass du heute so ein bisschen mein Gast bist. Ich hatte mir überlegt, welches Thema könnte ich denn für dich mal ansprechen oder von welchem Thema könnte ich dir mal erzählen und habe dann festgestellt, dass dieses Thema mit drei anderen verwoben ist und deswegen werde ich auch in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen zu diesen vier Themen jeweils ein Video machen. Ich hatte erst überlegt, das alles in ein Video zu packen, habe dann aber für mich beschlossen, das würde zu lang werden und vielleicht ist es ja genau das Richtige, nur eine Essenz erstmal rauszugreifen. Worum es geht um Mut, es geht um Loslassen, es geht um Angst und es geht um Vertrauen. Und heute will ich mal mit dem Mut anfangen. Wenn du mich fragst, ob ich ein mutiger Mensch bin, dann werde ich dir im Normalfall sagen, bin ich nicht. Ich gehöre eher so zu diesen Schissern dieser Welt, die sich was nicht trauen und dann eine Stunde später sich ärgern, dass sie es nicht probiert haben. Ja, bis auf einmal anscheinend. Oder gut, es war schon öfter, aber einmal war sehr einschneidend und sehr entscheidend für mich. Und das war, als ich letztes Jahr den Entschluss gefasst habe, nach Berlin zu gehen. Für mich war das überhaupt nicht mutig. Es kam mir überhaupt nicht in den Sinn, da Mut mit zu verbinden. Viele meiner Freunde und auch Menschen, die ich hier erst kennengelernt habe, die haben danach zu mir gesagt: Wow, Sabine, ganz schön mutig von dir. Und ich sitze heute noch da und sage: Leute, nee. Das hatte mit Mut nichts zu tun, denn es ging nicht anders. Ich musste einfach. Wenn ich jetzt zurückgucke, dann sage ich schon, oh ja, Sabine, es war schon mutig, was du da gemacht hast. Du wusstest nicht, ob das mit der Wohnung so klappt. Du wusstest nur, dein Mietvertrag endet am 31. August und du musst schauen, wo du danach wohnen wirst. Du wusstest nicht, ob das finanziell klappen wird. Ob du hier in Berlin Aufträge bekommen wirst, einfach mal so. Denn deine alten Kunden, da wusstest du, die Zeit ist endlich, bis die entsprechenden Termine beendet sind oder erledigt sind. Und ich habe ja auch angefangen, komplett was Neues zu machen und alte Zöpfe abzuschneiden. Also, wenn ich es mir so angucke, war es doch mutig. Vielleicht war es sogar gut, dass es mir in diesem Augenblick gar nicht bewusst war. Sonst, wer weiß, ob ich es mich dann getraut hätte. Ja, und jetzt bin ich hier und stelle fest, dass es genau das Richtige war, dass diesen Weg zu gehen, auch geschäftlich diesen neuen Weg zu gehen, genau das ist, was ich einfach tun musste. Das, was mich zu mir selbst gebracht hat und dazu gebracht hat, dir und vielen anderen helfen zu können, Impulse setzen zu können. Dass das funktioniert und wie toll das funktioniert, das durfte ich letzte Woche sogar schwarz auf weiß lesen und daran möchte ich dich teilhaben lassen. Ich hatte auf Xing den Link zu meinem YouTube-Kanal gepostet. Und daraufhin hat mir einer meiner Kontakte eine ganz tolle Nachricht geschickt, dass er die Videos toll findet, dass er das sich gerne anguckt, dass es ihn inspiriert. Und ich habe ihm zurückgeschrieben, mich bedankt dafür und gefragt, ob ich dieses Statement auch für meine Webseite nutzen darf. Die Antwort, die ich dann bekommen habe, ja. Die hat mich sprachlos gemacht, ganz ehrlich. Ich saß erst mal da und es war ganz gut, dass ich da alleine war, als ich es gelesen habe, weil ich dachte, wow, wir kennen uns nicht persönlich und trotzdem hat dieser Mensch, dieser Mann so viel von mir erkannt und beschreibt mich in einer Art und Weise, wo ich selber denke, bin ich das? Und das zeigt mir, dass das, was ich tue und dass meine Entscheidung, auf meinen Bauch und meine Intuition zu hören, richtig waren. Ich möchte euch diese Nachricht gerne vorlesen. Ich habe auch gefragt, ob ich es darf.
Die Nachricht ist von Herbert Meyer aus Bühl. Und wie gesagt, es ist die Antwort auf die Frage, ob ich sein erstes Statement auf meine Webseite stellen darf. Da findest du es übrigens auch. Guten Morgen, Frau Osmanowitsch. Herzlichen Dank für Ihre lieben Zeilen. Es hat mich tief bewegt, Ihre Worte zu lesen. Es würde mich sehr freuen und es wäre für mich sogar eine Ehre, wenn Sie mein Statement auf Ihrer Internetseite veröffentlichen würden. Gerne auch mit meinem Namen, denn ich stehe immer zu dem, was ich schreibe oder sage. Sie sind eine ganz besondere und sehr kluge Frau und sind lange im Schatten gestanden. Endlich haben Sie sich aus diesem Schatten befreit und jetzt erst erkenne ich die besondere Persönlichkeit in Ihnen. Sie sind ein sehr wertvoller Mensch mit einer außergewöhnlichen Begabung. Sie können Menschen begeistern, motivieren, formen, in einen Veränderungsprozess bewegen und ihnen Mut machen. Sie helfen den Menschen, ihre eigenen Fähigkeiten zu nutzen, zu optimieren und können sie zu einem positiven Leben bewegen. Sie sind eine besondere Wegbegleiterin und schon fast Freundin für Menschen, die den Veränderungsprozess wünschen. Das ist sehr außergewöhnlich. Sie sind sehr authentisch, sehr nahe am Menschen und an den Problemen, die es zu lösen gilt. Das ist Ihre ganz besondere Stärke. Ich freue mich sehr darüber, dass ich mit Ihnen diesen Augenblick in meinem Leben teilen darf. Auch bei mir gab es in den letzten Jahren wichtige Veränderungsprozesse. Dann hat er mir so ein bisschen von sich erzählt. Das möchte ich jetzt natürlich hier nicht so öffentlich sagen. Das ist sein Thema, sein ganz spezielles. Frau Osmanowitsch, ich wünsche Ihnen für Ihren weiteren Lebensweg das Allerbeste. Bleiben Sie gesund, fröhlich und weiter neugierig auf Ihr neues Leben. Herzliche Grüße aus Bühl bei Baden-Baden, Ihr Herbert Meyer. Und ganz ehrlich, dazu gibt es nichts mehr zu sagen, außer dass ich unheimlich dankbar bin, dass ich Menschen wie dich, wie Herrn Meyer oder den ein oder anderen, der vielleicht irgendwann noch dazukommen wird, begleiten darf, egal ob es jetzt persönlich im Coaching ist oder über meine Facebook-Nachrichten, über diese Videos. Ich freue mich, wenn du für dich ein bisschen Mut findest, Motivation, vielleicht den ein oder anderen Gedankenanstoß. Und ja, ich freue mich drauf, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es dann um das Thema Angst geht. Denn die hat auch ihre Vorteile manchmal. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.